Einen wunderschönen guten Morgen. Wie ihr sehen könnt, starte ich auf die nächste Tour. Und zwar Richtung Sonnenaufgang. Es geht wieder Richtung Elbsandsteingebirge, Sächsische Schweiz. Da ist der Startpunkt meiner Touren diesmal. Oder wieder. Weil mir das letzte Mal so gut gefallen hat und leider nicht alles sehen konnte. Und bei diesem Sonnenaufgang dachte ich mir, das zeige ich euch, wo es losgeht. Es ist jetzt gleich 8 Uhr morgens. Und schöner kann noch ein Tag fast nicht starten. Ja, ich habe jetzt die ersten 180 Kilometer, sind 2 Stunden rum. Und hier kurz nach dem Tor zur Freiheit auf der A33 kommt der erste Tunnel. Fand ich das letzte Mal schon ganz schön, weil man verbindet das ja eher so mit den Alpen und nicht hier mit unseren Regionen, sage ich mal. Hat immer irgendwas Besonderes, finde ich. Die Fahrt läuft ganz gut, kein Stau. Was wunderschön ist, dieser aufsteigende Nebel, den man so in den Tälern sieht. Und die Fernsicht teilweise, aber auf der Autobahn ist das halt immer recht schwierig mit Filmen oder Fotos machen, wenn man alleine im Auto unterwegs ist. Aber vielleicht habe ich ja bei der einen oder anderen Wanderung, wenn ich früh genug loskomme, was sehr wahrscheinlich ist bei meinem Schlafrhythmus, auch eine gute Gelegenheit, das Ganze mal zu filmen. Oder auch mal einen schönen Sonnenaufgang, wenn das Wetter mitspielt, was laut Vorhersage nicht sonderlich gut werden soll. Aber Beste draus machen. Die Zeit ist da für durchwachsenes Wetter. Die Kleidung auch, also wird schon passen. Das meinte ich mit dem aufsteigenden Nebel. Ich hoffe, man sieht es gleich noch besser. Oder ich hoffe, man sieht es überhaupt. Ja, herrlich. Seht ihr das? Ist doch traumhaft. Nochmal eine kleine Korrektur zwischendurch. Ich habe vorhin gesagt, ich bin auf der A33. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ich bin auf der A14 und muss Ausfahrt 33 die Autobahn hier verlassen. Also A14, nicht A33. Was hier unterwegs auch immer beeindruckend ist, sind diese ganzen Abbaugebiete, wo man dann auch die Fördertürme sieht und ja, diese Berge an Material, Halden heißen die, glaube ich. Wenn nicht, korrigiert mich bitte, aber ich meine, das sind Halden. Hat man hier zur rechten Seite gerade auch gesehen. Autobahnfahren noch ein bisschen erträglicher. Ja, jetzt ist dieser aufsteigende Nebel schon nicht mehr so schön romantisch, wie es vorhin aussah in den Tälern. Man könnte meinen, es wird Abend. Aber wir haben erst 11:15. Jetzt bin ich Höhe Leipzig und da sieht man schön hier diese Abbaubagger. Das sind ja Riesentrümmer. Und so die ein oder andere schöne Brücke hier entlang der ganzen Baggerseen. Ja, bei der Aussicht, da kriegt man doch schon ein breites Grinsen ins Gesicht. Links der Lilienstein und rechts die Burg Königstein. Und da geht's jetzt gleich auch erstmal hin. Habe ich mir so überlegt. Jo. Ich habe jetzt ein ganz lauschiges Plätzchen gefunden hier am Ortsausgang Königstein, mehr oder weniger. Direkt an der Schiene, dahinter die Elbe. Und da oben möchte ich jetzt gleich hin. Direkt nach meiner leckeren Scheibe glutenfreien Sonnenblumenkernbrot mit Käse.
So, die Ortsmitte hier von Königstein sieht doch schon ganz nett aus. Hier schön dieser kleine Bachlauf, der auf der gegenüberliegenden Seite dann in die Elbe mündet. Hier kann man schön sehen, da ist auch wieder so eine Hochwassermarkierung von der Elbe von 1845 bis 1941. 2006 steht nochmal dazwischen, sehe ich gerade. Beachtlich, wie hoch das hier steigen kann. Und hier das erste Hinweisschild E3 Richtung Festung Königstein, circa eine Dreiviertelstunde. Das sollte doch gut machbar sein. Ist das nicht ein optisch schöner Weg? Durch diese vielen Schrägen nicht so schön zu laufen, aber sonst klasse, oder? Ich denke mal, wenn es richtig regnet, schießt dir das Wasser auch ganz gut runter. Ja, von hier nach wenigen Minuten hat man schon den ersten Ausblick auf den Lilienstein. Und da versuche ich morgen zum Sonnenaufgang oben zu sein. Mal sehen, wie es wird. Aber jetzt erstmal zu heute. Nach 6 Stunden Autofahrt ist das so Treppensteigen genau das Richtige, um wieder Leben in den Körper zu kriegen. Herrlich. Ja, direkt hier im Wald gibt es eine Ferienwohnung. Das ist ja klasse. Palmschenke stand da, glaube ich. Das ist keine Werbung. Ich finde es nur gerade gut. Ja, und ich kriege kein Geld dafür. Muss man ja heutzutage auch schon erwähnen, sobald man irgendwelche Namen nennt. Schickes Schlickchen. Ja, jetzt ist gerade ein schöner breiter Forstweg, aber nicht weniger schön. Und so ein Stück über mir kann man schon Schloss Königstein oder Burg Königstein, ich muss gleich mal gucken, erahnen. Ja, hier geht es jetzt die alte Zufahrt hoch. Im durchaus historischen Zustand, könnte man sagen. Naja, das war jetzt nicht das Erste, was ich gedacht hätte zu sehen, wenn ich aus dem Wald komme. Direkter Parkplatz. Naja, so ist es schöner, den Weg hier hoch zu laufen. Ja, jetzt bin ich hier in der Festung Königstein oben angekommen und da gibt es einen Panoramaaufzug. Und früher, 1592, hieß der alte Wagenaufzug Kranich. Das war ein Holzkran mit Tretrad. Und der musste 1882 einem dampfbetriebenen Förderaufzug weichen. Und 1911 dann sogar schon von einem elektrischen. Nicht schlecht. Von hier sieht das Ganze ja schon sehr beeindruckend aus. Ich muss jetzt mal sehen, wie weit man da kommt. Weil der Eintrittspreis vorne, sagt man mir, sind 12 Euro. Und jetzt für irgendwie 1,5 Stunden, 2 Stunden lohnt sich das einfach nicht. Da müsste ich nochmal kommen. Also diese Dimensionen sind echt beeindruckend. Ich versuche das Ganze mal irgendwie so ein bisschen hier im Schwenk drauf zu kriegen. Mal hier so rüber. Also das ist schon, ja, beeindruckend. Auch so die Bauten hier drumherum. Da unten zum Beispiel oder hier, wo man da wahrscheinlich reingeht. Ist nicht schlecht. Und die Fernsicht sowieso nicht. Das müsste Richtung Rathen sein. Also die Festung ist ja definitiv beeindruckend. Wie gesagt, reingehen werde ich heute definitiv nicht. Vielleicht die nächsten Tage noch, wenn sich irgendwas anderes nicht so ergibt, wie ich mir das vorstelle. Aber was ich wesentlich beeindruckender finde, ist wieder hier diese Fernsicht. Dort wieder der Lilienstein. Ich weiß, es nervt den einen oder anderen wahrscheinlich schon wieder. Aber es ist halt so. Mir gefällt's. Da drüben diese anderen Sandsteinfelsen. Ich hoffe, man erkennt es mit dem Licht noch gut. Unterhalb die Elbe. Schön zu sehen. Und dort wieder der Sandstein. Schaut mal, wer hier gerade vor mir gelandet ist. Die muss ich wohl ein bisschen stärken. Hm? Tja, ich werde jetzt auch mal langsam wieder Richtung Bulli gehen
und dann zu meinem richtigen Parkplatz fahren und nicht an diesen idyllischen Bahngleisen stehen bleiben. Also bis später. Ihr müsst euch mal vorstellen, da oben beim Schloss waren jetzt, weiß ich nicht, die Leute, die vor mir runtergingen an diesem großen Parkplatz, da waren vielleicht 200 Personen, so über den Daumen geschätzt, vielleicht mehr, vielleicht weniger, ist auch egal. Es gibt zwei Wege runter, die ich gesehen habe. Einmal diesen hier, da kommen so gelegentlich mal ein, zwei Leute. Und den anderen Hauptweg und die haben sich schon geschoben gegenseitig. Schrecklich. Hier war von weiter unten dieser Felsen zu sehen. Und das sieht aus wie eine Höhle. Da möchte ich jetzt erstmal gucken. Genial. Keine Höhle, aber trotzdem beeindruckend. Ein bisschen abseits vom Weg hier. Ich schwenke jetzt mal direkt über mir. Das sieht nämlich genial aus. Zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Ich bin erst ein paar Stunden hier jetzt und ja, schon wieder total geflasht von dieser echt unglaublichen Natur, die es hier gibt. Wenn man so ein bisschen links und rechts vom Weg guckt, was man hier entdecken kann, ist echt Wahnsinn. Bin gespannt, was die nächsten Tage noch kommt. Ja, jetzt bin ich wieder im Ort unten, Königstein, und schaue mir hier noch die ein oder andere schöne Ecke mit euch an. So wie hier das Rathaus. Ja, wenn man die Gasse jetzt hier runterkommt, ist auch wieder so eine schöne Hofeinfahrt. Da steht der Malerwinkel. Wahrscheinlich, weil hier auch der Malerweg ist. Oder Malerwanderweg. Also die alten Städte hier, das hat schon was. Die sanierten Ecken natürlich schöner als die verkommenen, aber selbst die verkommenen haben ihren Charme. Finde ich zumindest. Aber entscheidet selbst. Und ein kleines Stück weiter sieht es schon so aus. Echt klasse. Ja, ich habe jetzt hier noch einen schönen Waldparkplatz gefunden, in der Nähe von dem Falkenstein. Den hatten wir schon beim Wandern gesehen. Und das ist mir wieder eingefallen. Es ist schön ruhig gelegen hier eigentlich. Und ja, hier werde ich jetzt den Tag ausklingen lassen. Mach's mir jetzt hier gemütlich und dann sehen wir morgen weiter. Also, macht's gut.